Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rebel Days Box von Nitro Gods. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rebel Days von Nitro Gods, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das vierte Album der Band Nitro Gods. Wir werden als erstes mal die Folie abmachen und dann schauen wir uns das im Detail an. Ganz schön widerstandsfähig, die Folie hier. So, dann machen wir die Folie mal komplett ab und so sieht dann die Box aus. Es ist eine schwarze Metallbox und hier oben auf dem Cover haben wir diese Schicht hier so lackiert. Nitro Gods Rebel Days lesen wir hier und es sieht ziemlich nach Western aus, denn wir haben hier so einen Totenkopf mit einem Cowboyhut, zwei Revolvern links und rechts und ja, das ganze Artwork, diese Aufmachung erinnert schon sehr stark so an den Wilden Westen. Auf den Seiten komplett hier schwarz in dieser Hochglanzoptik. Und auf der Rückseite haben wir hier unten so eine silberne Fläche und einen Sticker drauf. Nitro Gods Rebel Days Limited Box Set including Limited CD, Digipack, Flag, Patch, Original Autograph Card. Okay, also bedeutet, wir haben hier das Album im Digipack, eine Flagge, einen Patch und eine Autogrammkarte. Das Ganze erschienen über Massacre Records. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, als erstes haben wir hier die Fahne, die Flagge. Dann den Patch. Das Album an sich. Und zu guter Letzt eine Autogrammkarte. Gut, von Indiebox. Klassisch hier in diesem Metallic, in diesem Silber. Machen wir mal wieder zu. Und dann schauen wir mal, denn zwei Sachen hier sind noch in Folie. Einmal die Fahne, machen wir hier raus. Und das Album ist natürlich auch noch in Folie. Bevor wir den Sticker oder die Folie entfernen, schauen wir uns nochmal kurz den Sticker hier an. Limited Edition Digipack The Ford Nitro Gods Album. Produziert. Okay, also wir haben hier mehr oder weniger so die Credits drauf und Infos zur Tour. Passt. Dann werden wir auch hier mal die Folie abmachen. Jetzt ist die Frage, wo ist die Schweißnaht? Ja, oh ja, hier oben am besten. Wenn ich sie erwische. So, aber jetzt. Gut, das ist das Album, kommt hier in einem Digipack, Rebel Days, so sieht das aus, also Cover, wie auch schon das auf der Box. So sieht das von der Seite aus, also Band, Albumtitel und Katalognummer. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, 14 Tracks an der Zahl. Es sind allesamt Tracks ohne Fremdbeteiligung, ohne Features scheinbar. Dann hier wieder Beteiligte und Barcode. Und dann schauen wir mal ins Innenleben. Als erstes haben wir hier ein Booklet. Jawohl, das gefällt mir schon mal gut. Wir haben hier die einzelnen Infos zu den Tracks, also zu oberst immer Lyrics und Musik angegeben. Und dann haben wir hier wirklich die kompletten Lyrics verfasst für jeden einzelnen Track. Und im Hintergrund haben wir weiter dieses Western-Thema. Dann hier die drei Herrschaften der Band. Weitere Lyrics. So sieht das aus. Und zum Abschluss die letzten beiden Songs. Und natürlich eine große Danksagung und die Credits. Gut, also das war's zum Booklet. Hier kommt dann noch ein Foto von einem Live-Auftritt zum Vorschein. Hier sehen wir die drei Herrschaften auf der Band. Die drei Herrschaften auf der Bühne. Und das ist dann die CD. Auch hier natürlich wieder das Cover drauf. So sieht es aus.
Okay. Gut, dann packen wir mal das Album zur Seite. Kommen zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier einen Patch. Der kommt hier in schwarz und weiß und kreisförmig. Und auch hier wieder das Cover-Artwork, das wir schon kennen. Also hier auch wieder Nitro Gods und Rebel Days zu lesen. Eine Autogrammkarte ist mit dabei. Diese ebenfalls in schwarz und weiß. Alle drei Herrschaften hier abgebildet und es haben auch alle drei unterschrieben. Mit schwarzen Stiften. Und hier unten Nitro Gods und Massacre Records zu lesen. Rückseite blank weiß. Und diese Autogrammkarte kommt im Querformat. So, und als letzten Boxinhalt haben wir hier dann noch eine Fahne. Die schauen wir uns gleich mal an. Ja, die ist ziemlich groß. Und zwar haben wir auch hier wieder das bekannte Artwork. Ups. Da hat sich schon was gelöst. Okay. So, und zwar, was haben wir hier? Wir haben hier, das ist gar nicht so einfach, das ganz aufzumachen. So, wir haben hier einmal oben mittig den riesengroßen Nitro Gods Schriftzug. Dann darunter der Totenkopf hier mit dem Westernhut und den beiden Revolvern links und rechts. Und darunter lesen wir dann wieder den Albumtitel Rebel Days. Ja, die Fahne ist, wie wir sehen können, im Querformat. Und wir haben dann hier auch noch an allen vier Ecken, so 1, 2, 3, 4. Wir haben hier dann noch solche Metallösen mit eingenäht an den einzelnen Ecken. Aber nicht nur das, sondern wir haben hier, Moment, links und rechts, das habe ich auch noch nie gesehen bei der Fahne, auch hier in der Mitte. Also wenn man jetzt hier die rechte Seite nimmt, dann haben wir hier oben einmal an der Ecke, dann mittig und unten an der Ecke. Bedeutet, zusätzlich zu den vier Eckösen haben wir dann hier auch noch zwei mittig links und rechts verteilt. Und ja, dann kann man die Fahne wahrscheinlich noch besser aufhängen und entsprechend in Position halten. Gut, dann packen wir auch diese Fahne wieder zusammen. Die ist echt ziemlich groß. Jetzt würde ich nur interessieren, ob wir hier noch einen Zettel vorfinden. Ja, oh ja, ich habe ihn gesehen. Hier da. Also, diese Fahne ist produced by 4Merch. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Polyester. Okay, alles klar. So, dann legen wir die Fahne wieder zusammen, wenn es uns gelingt. Gar nicht so einfach bei dieser Größe. So, ja, ich denke, das kann man jetzt mal so lassen. Gut, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne im Querformat. Dann die unterschriebene Autogrammkarte von allen drei Herrschaften hier signiert im Querformat. Der Patch, kreisförmig in schwarz und weiß. Und natürlich das Album an sich, Rebel Days von Nitro Gods im Digipack. Mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Rebel Days von Nitro Gods. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Nitro Gods unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.